schützen sich gut. Ich hab so eine Angst. Boah, ohne Witz an alle Outlast, Resident Evil, Five Nights at Freddy's und wie die ganzen populären Horrorgames nicht alle heißen. An alle, die das spielen, ladet euch mal Brawl Stars runter, spielt irgendeinen dummen Werfer, der irgendeinen klebrigen Honig auf den Boden schmeißt, null Defense hat, kein gutes Movement, irgendwas, um das abzugraden in Form von Gadgets Ulti. Spielt das mal und dann sagt mir, was gruseliger ist. Ich hab da schon alles gespielt und ich finde das hier gerade echt gruseliger. Charaktere gehen so nah an einen ran, dass man deren Nase eigentlich schon ablecken kann. Das bringt die Immersion auf ein neues Level, vor allem wenn man es in VR spielt. What is that? Ja, jetzt heißt es beten. Doch nicht. Platz 4, komm. Ja, hey, geht. Geh. Geh mit Gott, aber geh.
Ja. Ja. Ich hab's auf Platz 2 geschafft. Junge, waren das viele Edgars. Oh mein Gott, Junge. Tega. Ach ja, moin, der Einzige, der hoch war, es hat gedroppt, schade. Ganz toll dafür. Endlich. Ich hab mich verrechnet. Nein. Das ist nicht real. Wie kann man so dumm sein? Scheiße. Oh, jetzt geht der Horror doppelt los. Ich probier's nochmal. Runde Scheiße, nur ein Barley. Denn Rechengenie 88 hat mal wieder einen rausgehauen. Wir zwei müssen jetzt sehr gute Freunde werden. Ich hoffe, das weißt du auch. Gut. Um toxic zu werden, Bruder. Ich brauche aber die Cubes. Meine Macht. Digga, töte ihn doch! Ja, danke. Ist mir auch egal. Es ist mir jetzt auch einfach egal. Und da ist dieser eine verdammte Pokal. Gott sei Dank habe ich es endlich geschafft. Die Junge, ist das hart gewesen. Oh, wirklich. Jeder kleinste Edgar, vor allem Bassspieler, hat es so schnell von einem minus 12 Trophäen erschwert. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich nicht. Es war, wie gesagt, gruselig. Es war wirklich gruselig. Bis zum nächsten Video.